Ja, herzlich willkommen hier am Stand von Fleischmann. Neben mir steht der Herr Fidi. Auch nochmal an dieser Stelle danke, dass Sie kurz für uns Zeit haben. Wir möchten euch hier natürlich außer den Neuheiten, die schon hier vor uns sich befinden, natürlich auch noch ein paar Eindrücke hier vom Stand auf der Messe in Göppingen präsentieren. Ja, Fleischmann beschäftigt sich jetzt mittlerweile nur noch mit Spur N. Und da hat Fleischmann dieses Jahr wirklich wieder tolle Sachen hier vorgestellt. Fangen wir hier vorne an. V180 der Deutschen Reichsbahn. Einmal in der, wie ich hier sehe, sechsachsigen Version, dahinter in der vierachsigen Version. Was können Sie uns darüber erzählen? Was wird sie alles an Bord haben? Na, die üblichen technischen Ausstattungen, die heutzutage üblich sind. Erstens mal eine analoge Variante, weil es gibt auch noch sehr viele Modelleisenbahner, die analog unterwegs sind. Und dann natürlich in der digitalen Variante mit Sound und unter anderem auch schaltbares Führerstandslicht. Oh, das ist was wirklich Neues bei Fleischmann. Bin ich sehr gespannt auf beiden Seiten. Dann denke ich mal auch mit einer Funktionstaste wählbar. Mit Funktionstaste wählbar, ja. Sehr schön. Da jetzt natürlich auch wieder die Frage, die Designs DR und DB oder ausschließlich DR? Nein, es werden alle Designs kommen im Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit, das ist gut. Ja, hier neben haben wir eine Baureihe 44, wobei man sagen muss, ich schiebe das hier mal gerade so ein bisschen, damit man das in der Kamera ein bisschen besser sehen kann. Das ist ein Handmuster, wie mir eben gesagt wurde. Und da hat man aber auch schon sehr viel dran umgesetzt, wie zum Beispiel hier, finde ich sehr schön, die Leiter, die über den Tender geht. Wann ungefähr ist mit der Fertigung zu rechnen? Die Produktion des Modells ist schon im Gang und die DB- und die DR-Varianten werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Sound? Selbstverständlich Sound, beide Modelle, aber auch analog. Rauch denke ich mal nicht. Rauch ist in dieser Baugröße etwas zu klein. Ja, mal was Neues. Rauch in N? Na, vielleicht einmal dynamischer Dampf in N. Schauen wir mal, in den nächsten Jahren. Müsste man den Rauch auch noch verkleinern. Aber richtig schönes Modell. Der Antrieb jetzt bei N ausschließlich im Tender? Der Antrieb ist ausschließlich im Tender. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, dieses Modell. Ich bin sehr gespannt, wenn es rauskommt und dann in der fertigen Version zu sehen ist. Ja, kommen wir jetzt zu ein paar Güterwagen. Da haben wir hier vorne einmal einen Taschentragwagen. Ist das richtig? Das ist der T3 Taschentragwagen mit neuen Tankcontainern. Und dieser Wagen ist bereits im Handel erhältlich. Von der Beladung her, kann man die Ladung, hat man da Möglichkeiten, die zu tauschen? Sind die einzeln erhältlich oder ist es angedacht, dass man da vielleicht nur die Container einzeln dann erwerben kann? Die Beladung ist momentan einzeln nicht erhältlich. Wir sind aber da in der Überlegung, ob wir das nicht noch einmal umsetzen. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Hier in der Mitte haben wir einen Schiebeplanwagen von DB Cargo, auch eine ganz neue Konstruktion von Ihnen. Ebenfalls eine Neukonstruktion aus diesem Jahr und dieser Wagen ist gerade in der Auslieferung. Also Sie sehen hier schon eines der ersten Serienmodelle. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Ja, hier vorne sehen wir ein Handmuster von einem Schiebewandwagen. Da ist, glaube ich, aber noch sehr viel Arbeit, oder? Naja, es ist noch einiges zu tun, aber dieser Wagen sollte auch noch in diesem Jahr zur Auslieferung kommen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wann wir damit natürlich rechnen können. Also alle Modelle dieses Jahr? Alle Modelle dieses Jahr noch. Na, das nennt man doch Einsatz. Und für mich als Diesel-Lok-Liebhaber jetzt ganz speziell in N gibt es endlich eine Baureihe 210 mit Abgashutze. Ja, das ist auch etwas Spezielles. Wir wollen auch da einen Sound umsetzen, der wieder sehr toll werden wird. Das glaube ich auch. Gerade die Baureihe 210 hat ja durch ihre markante Abgashutze hier oben und natürlich dem klassischen Sound der Gasturbine einen sehr, sehr kernigen Sound. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, was dann da aus der kleinen Lok rauskommt. Dieses Jahr, aber denke ich nicht mehr, dann eher nächstes Jahr. Ja, bei diesem Modell geht es sich heuer nicht mehr aus. Also das Modell wird Ende Februar, so wie es aussieht, im Handel erhältlich sein. Ja, aber ich denke, immer noch überschaubar. Wenn man ansonsten hört, in 2-3 Jahren, finde ich Februar schon fast morgen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Kurz und knackig haben wir es gehalten. Herr Fidi, die Neuheiten von Fleischmann. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Sollten eurerseits noch Fragen sein, wie immer natürlich die Kommentarfunktion unter dem Video nutzen oder natürlich auch eine E-Mail direkt zu uns. Ansonsten findet ihr die ganzen Produkte, wenn sie denn dann auch ausgeliefert werden, bei uns im Shop auf der Seite von DM Toys. Das war's. Vielen lieben Dank, Herr Fidi, und noch eine gute Messe für Sie. Dankeschön. Hallihallo, Freunde, und willkommen hier am Stand.